Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wenn ich mir persönlich ein neues Smartphone kaufe, achte ich auf drei Dinge: Design, Kamera und Akkulaufzeit. All diese Dinge bekomme ich mit Samsungs aktuellem Flaggschiff, dem Galaxy S23, aber auch in günstiger mit dem Samsung Galaxy A54. Was die Unterschiede sind und für wen welches Smartphone ist, das schauen wir jetzt in diesem Video an. Viel Spaß! Beide Smartphones sehen sich extrem ähnlich. Eine flache Front mit Hole-Punch-Kamera, drei Kameras herausstehend auf der Rückseite, Glas und Aluminium. Man kann hier ganz sicher sagen, Samsung hat über die Jahre ein tolles Design entwickelt. Die Geräte sehen einfach fantastisch aus. Beide Geräte haben Samsungs fantastische AMOLED-Displays, auflösend mit Full HD+. Das S23 ist ein kleines bisschen kleiner und hat dünnere Ränder, ist dafür minimalst schärfer und beim S23 habe ich die Möglichkeit auch zur Plus-Variante zu greifen, falls ich ein größeres Display bevorzugen sollte. Außerdem kann das S23 Display im Sonnenlicht nochmal einiges heller werden. Zum Schutz des Displays und der Rückseite gibt es Gorilla Glass 5 beim A54 und Gorilla Glass Victus 2 beim S23. Beide sind also stabil und sollten einiges aushalten, aber für ein bisschen mehr Geld bekomme ich halt auch nochmal ein kleines bisschen mehr. Interessant ist auch, dass beide Geräte einen Fingerabdrucksensor im Display haben. Im A54 haben wir einen optischen, das bedeutet an der Stelle, wo ich meinen Finger auflege, wird das Display kurz hell. Wem das zu hell ist, zum Beispiel abends im Bett oder sowas, der kann zur edleren Variante im S23 greifen. Die basiert nämlich auf Ultraschall und deswegen muss dafür nichts leuchten. Im Bereich Hardware und Kameras unterscheiden sich die Geräte dann aber doch ein bisschen mehr. So setzt Samsung im A54 auf ihren eigens entwickelten Exynos 1380, während im Flaggschiff der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy zum Einsatz kommt. Leistungsmäßig gibt es hier einen Unterschied, den man auch spüren kann, wenn man denn Leistung abruft. Und auch in der Akkulaufzeit kann sich der Chip bemerkbar machen. Denn der Qualcomm-Chip arbeitet ein bisschen effizienter und deswegen ist es so, dass beide Geräte auf eine ungefähr ähnliche Akkulaufzeit kommen, auch wenn das A54 mit 5000 mAh einen größeren Akku hat als die 3900 mAh im S23. Realistisch erwarten kann man hier ca. 5 bis 5,5 Stunden Screen-On-Zeit und ich finde, das ist absolut kein schlechter Wert. Das führt übrigens auch dazu, dass das S23 tatsächlich um einiges leichter ist. Man sieht also, A54 ist preis-leistungsmäßig an der Stelle sehr gut, während man den Vorzug eines leichten Gerätes mit dem S23 erreichen kann. Beide Geräte kommen jeweils mit einem 128 oder 256 GB großen Speicher, wobei der im S23 noch mal ein bisschen schneller ist und 8 GB RAM, wobei es beim A54 auch optional eine 6 GB RAM Variante gibt, wenn man noch etwas Geld sparen möchte. Das S23 gibt es aber auch noch in einer 512 GB Variante für all die Leute, die einfach nicht aufhören können, Fotos und Videos zu machen und die am besten alle immer dabei haben wollen. Wo man die Preisunterschiede aber vielleicht am ehesten erwartet, ist bei der Kamera. Und da kann ich Entwarnung geben, auf den ersten Blick sind die Bilder gar nicht so unterschiedlich. Beide Smartphones haben drei Kameras auf der Rückseite und eine Selfie-Kamera. Beide Geräte haben jeweils eine 50 Megapixel f1.8 Hauptkamera, eine 12 Megapixel f2.2 Ultraweitwinkelkamera, aber die dritte Kamera ist beim S23 ein 10 Megapixel Dreifachzoom, während sie im A54 eine 5 Megapixel Makrokamera ist. Auf den ersten Blick wirken die Fotos der beiden Geräte wirklich ähnlich und das ist eine gute Sache. Aber schaut man dann etwas genauer hin, dann sieht man, dass das S23 doch fast immer die Nase klar vorne hat. Es rauscht weniger, ist schärfer und bekommt Farben oft einen Ticken interessanter hin. Nichts, was mich vom A54 abschreckt, sondern eher, was mich am S23 sehr fasziniert. Gleiches gilt für Videos, hier merkt man es vor allem an der Stabilisierung. Videos gibt es beim S23 in bis zu 8K Auflösung und beim A54 nur in 4K. Wobei wir realistisch sein müssen, dass die meisten Menschen noch nicht mal 4K im Alltag nutzen. Das reicht also bei beiden Geräten für die nächsten Jahre problemlos aus. Zusammengefasst kann man sehen, dass das Samsung Galaxy A54 und das Galaxy S23 eigentlich im Alltag relativ ähnliche Ergebnisse produzieren, wobei der Weg dahin unterschiedlich ist. Das S23 ist eher ein bisschen edler, das A54 dafür ein kleines bisschen günstiger. Welches man nun aber lieber kaufen sollte, hängt vor allem von den eigenen Präferenzen und Preisvorstellungen ab und ich hoffe, dieses Video konnte da so ein bisschen bei helfen. Aber egal für welches man sich entscheidet, man bekommt einen treuen Begleiter, der auch mit 4 Jahren Software und 5 Jahren Sicherheitsupdates lange halten wird. Beide Geräte gibt es nun im Vodafone Frühjahr. Und das Beste, ihr könnt in Verbindung mit einem Gigamobiltarif mindestens 320 Euro sparen. Einfach mit dem Code YEAH. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs freundliche Zusehen hier bei Featured. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.